Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Heute soll sich alles um das Thema Augenbrauen drehen. Ich lasse diesen Teil ganz oft in Videos, wenn ich mich schminke, einfach weg. Ich cutte das raus, weil ich eine ganze Zeit lang halt immer dasselbe gemacht habe und ich dachte, okay, es wird immer langweilig, kann man ein bisschen Zeit sparen. Allerdings habe ich vor, lasst mich überlegen, zwei Monate ungefähr, waren es ein Augenbrauenserum probiert, beziehungsweise ein Wimpern- und Augenbrauenserum. Und seitdem sind meine Augenbrauen wirklich sehr, sehr viel voller geworden, so insgesamt, also gerade hier in diesem Bereich. Und ich habe sehr viele kleine, neue, feine Härchen bekommen, besonders eben unten an der Augenbraue. Ich zeige euch das natürlich gleich im Close-up, aber seitdem mache ich sehr, sehr viel anders in meiner Augenbrauenroutine, beziehungsweise sie hat sich sehr vereinfacht. Und ich fülle sie auf eine bestimmte Art auf, nämlich auch nur noch an der unteren Kante. Und das möchte ich euch jetzt einfach einmal zeigen, weil ich super zufrieden bin damit, wie das geworden ist durch dieses Serum und eben auch die Art, wie ich sie auffülle. So gefällt es mir halt super. Und ich muss halt hier oben tatsächlich an diesen Kanten gar nichts mehr machen. Und das ist halt eine Riesenerleichterung. Und das Serum, von dem ich die ganze Zeit spreche, ist das hier. Es ist der Lash & Brow Booster von YXO Cosmetics. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Wurde mir tatsächlich zugeschickt. Einfach zum Testen und zum Probieren. Und ich habe, eine Weile lag es einfach rum und ich habe es einfach immer vergessen. Und dann habe ich es halt angefangen zu benutzen. Und ich habe das Gefühl, an meinen Wimpern hat es tatsächlich keinen Unterschied gemacht. Ich habe allerdings einfach auch schon lange Wimpern und die sind relativ voll. Ich sehe da für mich jetzt keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Aber dafür umso mehr bei den Augenbrauen. So, einmal ganz up close and personal, damit ihr das auch wirklich gut sehen könnt. Also was ich meine, sind hier diese kleinen, feinen Härchen, die am unteren Rand sozusagen gewachsen sind, was ich super mag. Dadurch sind die Augenbrauen, wie gesagt, breiter. Auch hier ist es sehr viel geworden. Und sie sind halt auch hier in dem Bereich einfach relativ durchgehend, was die Form angeht, voller geworden. Und auch hier im vorderen Bereich habe ich einfach mehr Härchen. Und was ich meine halt hier ist, der Bogen ist einfach schon genauso, wie ich ihn haben möchte. Da muss ich im Grunde genommen wirklich nichts mehr machen. Und ich habe halt, wie gesagt, meine Routine gefunden, mit der es genauso aussieht, wie ich es haben möchte, ohne dass ich viel machen muss. Also es ist richtig, richtig cool. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar nehme ich hier einen meiner absoluten Lieblingsaugenbrauenstifte. Das ist von Benefit der Precisely My Brow Pencil in der Farbe 4 Medium. Bester. Ich liebe den. Der ist wirklich so, so gut. Und damit kämme ich die Augenbrauen einmal nach oben. So, und was ich dann mache, ich fülle wirklich nur die untere Kante sozusagen auf. Und ich starte da immer so, dass ich wirklich wie eine Linie ziehe. Also ich starte immer vorne. Und mache mir, wie, also quasi male mir diese Linie vor, da wo es anfangen soll. Und auch hier beim Bogen male ich diese Linie weiter. Und ich mag tatsächlich auch diesen Look, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich mag es, wenn diese einzelnen Härchen quasi außerhalb dieser Linie sind und da so ein bisschen reinlaufen. Also dass man so eine relativ definierte Augenbraue sogar hat, aber unten noch so ein paar extra Härchen da so reinlaufen. Also ich finde das nicht schlimm. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das hier geht gar nicht, müsste man wegmachen. Aber das ist eben genau nicht der Look, den ich möchte, sondern ich will diesen Look. Und was ich dann mache, ich gehe dann von der Linie aus einfach in so kleinen, kurzen Bewegungen ein bisschen nach oben, damit es eben nicht mehr so nach einer Linie aussieht, sondern fülle da so ein kleines bisschen auf. Aber wie gesagt, wirklich nur an der unteren Kante und dann gehe ich mit diesem Bürstchen durch und verwische damit sozusagen die Linie nochmal mehr. Dann sehe ich auch nochmal besser, wo muss ich noch ein bisschen auffüllen. Meistens ist das hier im hinteren Bereich. Und hier sieht man jetzt gut, was ich meine, nämlich dass die Form dadurch eigentlich schon genauso ist, wie ich sie persönlich haben möchte und ich nur die untere Kante sozusagen auffüllen müsste, weil das hier oben schon so ist, wie ich es haben will. Und hier links ist meine Arschloch-Augenbraue. Die will aber nicht so, wie ich will. Mit der ist alles ein bisschen schwieriger. Die ist auch tatsächlich ein bisschen wilder. Aber tatsächlich auch bei der Seite geht es relativ schnell, dass sie dann so aussieht, wie ich sie haben will. So, normalerweise habe ich immer Augenbrauengel verwendet, was keine Farbe hatte. Also meistens klares Augenbrauengel oder auch diese Brow-Wax-Geschichten. Alles, was in diese Soap-Brow-Sache ging und so. In diese Richtung ging. Aber mittlerweile benutze ich mal wieder was anderes. Und zwar von Charlotte Tilbury, das Micro Precision Tinted Brow Gel in Soft Brown müsste das sein. Ja, Soft Brown. Und das hat ein bisschen Farbe. Und der Grund, warum ich das so liebe, besonders für diese Art, meine Augenbrauen zu machen, ist einfach dieses super präzise Bürstchen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Weil, also es hat nochmal Farbe, was bedeutet natürlich, man kann einfach sehr, sehr gut, wenn man noch irgendwelche Stellen hat, die man auffüllen möchte, was ich jetzt gar nicht unbedingt heute habe, aber wenn man wollen würde,
kann man auch zum Beispiel einfach mit der Spitze so ein bisschen noch so entlang gehen. Vielleicht an einer Stelle, wo man irgendwie noch eine Lücke sieht. Man kann nochmal auffüllen. Und es gibt den Augenbrauen auf jeden Fall diesen schönen texturierten Look. Und eben auch nochmal Farbe und Intensität. Und ihr seht, ich gehe gerne auch einfach nochmal gegen die Wuchsrichtung für mehr Struktur. Und ich mag es einfach sehr, wie diese beiden Produkte in Kombination aussehen mit meiner Augenbrauenform gerade. So, das ist meine aktuelle Augenbrauenroutine. Für mich die wirklich schnellste, die ich bisher hatte. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit, wie es aussieht. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox, also dieses Serum und natürlich auch das Augenbrauengel und den Augenbrauenstift. Und ich hoffe sehr, wenn ihr die Sachen ausprobiert, dass es euch genauso weiterhilft wie mir. Und ja, gebt mir auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!